Kann wirklich jeder berühmt werden? Was braucht es neben Talent und Fleiß noch, um die Bretter, die die Welt bedeuten, zu erobern? Barbara Kalich. Talk um 4. Von kreativen Wunderkindern über hochbegabte Musikgenies bis hin zu genialen Tanzprofis. Sie alle haben klein angefangen und blicken heute auf eine beachtliche Karriere zurück. Vorhang auf für Talente von einst und Stars von heute. Herzlich willkommen. Zoe Straub hat bereits als Kind ihre ersten Kameraerfahrungen gesammelt. Heute steht die junge Mutter für große Filmprojekte vor der Kamera und hat sich als Sängerin einen Namen gemacht. Michael Patrick Simona ist der einzige autorisierte Falco-Darsteller. Sein Talent brachte ihn bis in die USA, denn die Faszination für die einstige Musiklegende ist bis heute ungebrochen. Mit der Mutter von Falco war er gut befreundet. Tanz und Akrobatik haben Christina Zauner schon immer fasziniert. Als Kind hatte sie bereits hier bei mir einen Tanzauftritt und nun tourt sie mit einem australischen Zirkusensemble um die Welt. Jennifer Georgita ist eine Virtuosin auf der Violine. Bereits mit 11 Jahren wurde sie in die hochbegabten Klasse der Kunstuniversität Graz aufgenommen. Sie übt bis zu 8 Stunden am Tag. Die Karriere von Conny Mooswalder startete 2011, als sie mit erst 17 Jahren die Sendung Helden von Morgen gewann. Die ausgebildete Musicaldarstellerin sieht die Bühne als ihr Zuhause. Und Vincent Bueno ist vom österreichischen Musikhimmel nicht mehr wegzudenken. Mit dem plötzlichen Ruhm musste der Dreifachpapa aber erst lernen, umzugehen. Zum Schluss der Sendung wirst du uns, lieber Vincent, deinen neuen Song Glory präsentieren. Wahnsinnig tolle Karrieren, die ihr bislang hingelegt habt. Ganz großartig. Ich kann mich noch so gut erinnern an deinen Auftritt beim Eurovision Song Contest. Hättest du dir je gedacht, dass du dort landest? Gedacht, glaube ich, auf gar keinen Fall, weil das ist natürlich etwas so Großes. Bis heute ist es für mich ein bisschen unbekannt. Greiflich, dass ich da wirklich war. Mhm. Aber es war schon ein Traum, umso schräger, dass er auch in Erfüllung gegangen ist. Irgendwie. Ja. Weil Vincent hätte es fast geschafft. Ne? Das ist ja, ich muss ehrlich sagen, das war eine sehr, sehr schöne und gleichzeitig bittere Zeit, wenn ich zurückblicke. Aber allein die Erfahrung und dass der ORF mich noch mal gefragt hat, das war eine Riesenehre für mich, dass ich Österreich vertreten durfte, als philippinischer Österreicher. Schon, gell? Muss man dazu sagen, ja. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, vor so einem großen Millionenpublikum zu singen mit, ich weiß nicht, hattet ihr Lampenfieber? Zoe? Seltsamerweise nicht wirklich. Also es war spannend, weil ich bin auch davor, natürlich sprechen dich alle drauf an, du wirst vor 200 Millionen Menschen singen, bist du aufgeregt? So, ja, jetzt schon, wenn du es so sagst. Irgendwie. Aber auf der Bühne, das geht dann so klick und es ist mir oft gar nicht aufgefallen, aber die Stimme hat gehalten, aber die Hände oder die Beine, also bei mir zittert immer ein Bein. Mhm. Und das ist da, wo die ganze Nervosität, glaube ich, ist. Aber das ist ja auch irgendwo Energie. Und wenn man das umwandelt in etwas, was nach außen strahlt, dann kann man ja aus mit dieser Nervosität auch etwas machen, was wieder Energie ist und dann vielleicht noch besser beim Zuschauer ankommt. Ja. Man sagt ja immer, man braucht ja auch, Christina, Lampenfieber. Also wenn man so gar kein Lampenfieber hat, dann stimmt irgendwas nicht. Wie war das bei dir? Ja, also bei mir ist, ich habe ja schon auch sehr früh begonnen und so und habe mich dann irgendwie auch schnell mal daran gewöhnt. Aber ich fand es dann schon auch immer aufregend, direkt bevor man auf die Bühne geht, dieses Gefühl. Aber ich habe eben auch... Für mich ist es auch so, wenn ich dann auf der Bühne bin, dann verschwindet das irgendwie und strahlt total nach außen. Also, dass der Körper sich jetzt mal erinnert, ja, auch okay, jetzt Stage. Ja. Kannst du dich noch erinnern damals, wie du bei mir warst? Ich sage dir, ich kann mich, wie ich gehört habe, du kommst. Ja? Ich habe nicht gleich dich jetzt eingeordnet, ja. Aber als man mir gesagt hat, der kleine Mozart, ja. Ich habe sofort gewusst, ich kann mich noch so gut erinnern, wie du da getanzt hast von mir. Ja. Ich habe sie jetzt letztens eben erst gesehen und dann so, ah ja, also ich konnte mich erinnern, ich kann mich noch an dieses Blickfeld erinnern, an die Zuschauer und so weiter.
und dass ich da so gern erzählt habe und so. Ich kann mich schon noch erinnern, aber es ist doch schon eine Weile her, ja. Aber damit wir jetzt alle letzten Erinnerungslücken auffrischen, können wir geschwind reinschauen. Ja. Yes. Right? Du warst immer schon so beweglich. Also was, ja, vor, damals definitiv mehr als jetzt gerade, würde ich sagen. Aber ja, schon. Ja, ich kann mich noch gut an diese Rollen immer erinnern, übers Gesicht und so. Das ist eine Melodie, eine Musik, die dem Michael gefällt. Ne? Ja. Genau, ne, wenn ich das gewusst hätte, bitte, dann hätte ich auf die Bühne mitgenommen. Ich habe eingepackt im Koffer und hätte mitgenommen. Du bist ja der Einzige, der nicht als Kind schon auf der Bühne gestanden genau. ist. Wir haben ja vorher gesagt, genau, Spätberufener. Spätberufener, ja. Was hast du denn gelernt? Gelernt? Also von meinem Beruf her ist eigentlich Friseur und Haarstylist. Und habe dann relativ schnell ein Geschäft gehabt im ersten Bezirk. Und 1988 eben war dann die komische Situation, dass ich auf der Straße von einem gewissen Stefan Weber angesprochen worden bin. Ne? Und ich habe eigentlich gewusst, ah, das ist von Tradiwaberl, das ist der Professor, den kennt man, ne? Der ist gekommen mit so zwei Koffer. Und das war ein Schockprofessor damals in dieser Zeit. Und war eigentlich, wenn man nimmt, in den 70er, 80er Jahren ein Schockrocker. Also ein Urgestein eigentlich, der Vorbote zu Marilyn Manson, ne? Wenn man so nimmt, auf Österreichisch. Und der hat eigentlich auch immer tolle Musiker hervorgebracht. Also unter anderem Jazz Kitty, Andy Baum, also jede Menge große Stars in Österreich. Und unter anderem auch der Falco. Und der Falco wollte bei ihm nicht mehr spielen, Bass. Und er hat gesagt, Stefan, ich will nicht mehr Bass spielen bei dir. Und da hat er sich geärgert und hat gesagt, da suche ich jetzt wem den Staffiere aus, als Falco, also damals als Spaß, als Parodie. Und da werden wir den Falco überraschen und den werden wir einladen zu dem Konzert und werden ihm aber als Falco ankündigen. Und da hat er eine Person gesucht. Und ich bin an dem Tag eben im AKH wartend gestanden beim Portier und er ist gekommen von unten und hat mir angeschaut und hat gesagt, Kleiner, was kannst du? Ich habe gesagt, Sie sind ja der Herr Stefan Weber. Er hat gesagt, ja, das tut jetzt nichts zur Sache, was kannst du? Habe ich gesagt, Haar schneiden und ein bisschen so parodieren halt, so ein paar Künstler und so. Ne? Sagt er, naja, ich hätte nämlich da eben diese Geschichte da mit dem Falco und erklärt mir das und sagt zu mir, du übst mit uns ganz Wien, kommst in den Proberaum und da ist dann der Rabitsch gestanden und der Helmut Biebel und die ganze Band und ich war ja völlig erstaunt und dachte, was wollen die von mir, ich bin ein Friseur, ne? Ein Sänger, reiner Autodidakt und ich habe wir richten dich schon her, wir machen das schon, du singst ganz Wien. Und das ist dann eben geprobt worden, hat relativ gut hingehört und dann hat er gesagt, und jetzt dann nehmen wir dir auf ein kleines Konzert. Und das kleine Konzert war dann die Donauinsel auf der Rockhausbühne damals noch, ne? 25.000 Leute. Ne? Mhm. Ich habe natürlich ordentlich ins Hemd gemacht, ne? Hinter der Bühne. Da haben wir gedacht, wie wird das, was mache ich da? Ne? Na, und dann sind die ersten Töne, das dann ertönt. Ne? Und auf einmal kriegst du im Körper einen Moment, oder da fährt das ein und du gehst raus und magst das. Nach zwei, drei Wörtern von dem Lied, also von dem Text, war das dann so ein arges Gefühl, dass du dann wie geschwebt bist, wie von einer Wolke. Und das war dann so geil angeblich, dass die Leute dann geschrien haben, wirklich in den ersten 10 Reihen, Hansi, Hansi, also ein paar haben geglaubt, dass der Falco ist wirklich auf der Bühne. Und er hat noch gelebt zu der Zeit. Genau. Ja. Und das war 1988, Donauinselfest. Und der Falco war dann wirklich hinter der Bühne anwesend, ist dann schmunzelnd auf mich zugekommen und hat gesagt, Alter, du bist der Beil, aber du machst das gut. Und das war eigentlich der Moment, wo ich dann zwei Jahre der Tradiwaberl Falco sein durfte. Und bin dann mit denen halt mit dem Kasperltheater herumgezogen. Dann war lange Jahre nichts. Der Falco hat sich verabschiedet in die Domrep. Hat dort an seinem Album gearbeitet, was er dann leider Gottes erst dann posthum
veröffentlicht wurde. Und dann war er nichts Falco, dann war gar nichts. Und dann, wie er eben dann von uns gegangen ist, habe ich mir dann gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ein Gefühl, ich muss was machen. Ich muss irgendwas tun. Und dann bin ich zum Thomas Rabitsch gefahren, am Wilhelm Innenberg, und habe gesagt, Thomas, ist das eine blöde Idee, aber ich würde gern probieren, so ein Tribute zu machen für den Falco. Und sagt er, du weißt, ich bin da schlecht, ich bin noch sehr gekränkt von dem Ganzen und ich habe da 3 Halbplaybacks oder 4. Dazu muss man sagen, also wer jetzt Thomas Rabitsch nicht kennt, der war in der Band von Falco, genau. Ist auch ein sehr bekannter, einer der größten Musikproduzenten. Der Bandleader. Genau, hierzulande. Ja. Und auch von Tradivabel eben. Das war ja dieselbe Band von Tradivabel, war eigentlich 1:1 die Band von Falco. Und der hat mir dann die 4 Halbplaybacks gegeben, die original Halbplaybacks. Und ich mir dachte, was mache ich jetzt, aber ich brauche einen Auftritt. Ne? Und da hat mir der Tim Harif gesagt, du kannst von mir aus die Tennishalle, den Tennisplatz haben. Da stellen wir da Holzbühne hin und laden ein paar Leute ein. Und wenn dann eben 100 Leute kommen, kannst du halt der Tribute machen. Also die haben ja nicht ernst genommen, so wirklich. Ne? Und ich habe nur 4 Nummern gehabt. Sag ich, okay. Und dann war dieser Abend und es sind so viele Leute gekommen, dass die sogar den Samariterbund bestellen haben müssen, also den Wagen, weil sie sind gekommen auf einmal. Wow. Eintritt war ganz, ganz gering, also ich glaube gar nichts bis 2 Euro oder was. Ja. Auf alle Fälle war das voll, die ganze Tennishalle. Und ich bin da gestanden und gesagt, aber jetzt habe ich aber nur 4 Nummern. Ne? Was mache ich jetzt mit den 4 Nummern? Du brauchst ja da irgendwie mehr, dass die Leute unterhalten. Ne? Und da habe ich halt in der Endlosschleife die 4 Nummern gespielt. Das war Kommissar Amadeus, ne? Genie. Und das war halt immer, ich glaube, das habe ich dann 1 Stunde oder was zusammengebracht. Wow. Dazwischen hat es mich einmal von der Bühne gewirft, weil erfahren war ich ja auch nicht. Ich habe nicht einmal gewusst, wie ich da gescheit stehe oder was ich mache. Durch die dunklen Brüne habe ich nichts gesehen. Ne? Bin ich jetzt mich einmal runtergewirft, habe ich es in einem Bandel gleich gedehnt und bin dann weitergesungen unten. Aber durch das, aber man, voller Leidenschaft. Ja, aber Leidenschaft. Ja, und die Leute haben gejubelt und das war toll. Und mittlerweile bist du, wie gesagt, der einzige autorisierte Falco-Darsteller. Von der Mutter, ja, die Mutter hält. Ja, genau. Ja. Wir werden auch dann noch reinschauen und dich als Falco sehen. Ja. Und da sehen wir sie jetzt eingeblendet, ne, Michael? Mhm. Wie oft hast du sie gesehen, die Mama? Ja, wir sind mehrere Jahre haben wir gemeinsam verbracht. Also eigentlich hat sie mich von Anfang an unterstützt und hat mir auch das Bühnengewand eben zur Verfügung gestellt. Das heute ist übrigens auch ein Originalteil aus den 80ern vom Hans. Das ist eins von den legendären Hemden mit den Ballonärmeln. Wow. Und wie gefällt es euch? Wie gefällt's euch? Ich glaube, der Bruno Mars hat das nachgemacht. Cool. Das war damals, genau. Ne? Was hat die Jennifer gesagt vorhin? Du hast irgendwas sagen wollen? Zum Nein, ich habe nur gesagt, dass der Falco ja voll mein Zeitalter ist, aber... Dein Zeitalter. Du bist so spät auf die Welt gekommen, ne? Ja, ein bisschen. Du bist jetzt 18 geworden. Ja, genau. Erwachsen. Wann hast du denn dein Talent entdeckt? Also ich glaube, ich habe es selbst nie wirklich so realisiert. Erst später dann, als ich gemerkt habe, ich darf im Goldenen Saal im Wiener Musikverein spielen als Solistin. Das machen jetzt irgendwie nicht so viele. Aber entdeckt hat es, glaube ich, sogar mein Musikschullehrer damals in Kapfenberg, der Michael Kriechbaum. Der hat mich da auch gefordert und gefördert. Mhm. Und so hat das Ganze angefangen. Aber wann hast du begonnen, Violine zu spielen? Wie alt warst du da? Mit 5, wie auf dem und Bild. Und wie haben deine Eltern dir einfach einen geschenkt oder wolltest du selber? Na, wir waren beim Tag der offenen Tür ganz normal. Und irgendwie habe ich mich da durchgeschaut durch alle Instrumente. Aber ich bin irgendwie bei der Violine hängen geblieben. Das war gleich von Anfang an eine Faszination, würde ich schon fast sagen. Und dann habe ich gleich damit gestartet. Und meine Eltern, die nicht Musiker sind, also gar nicht musikalisch, haben mich da eigentlich sofort unterstützt. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also. Weil das unterscheidet dich auch von den anderen. Also bei Zoe weiß man, Papermoon, deine Eltern sind schon sehr, sehr lange also im Musikbusiness gewesen. Das heißt, du bist ja aufgewachsen damit ein Stück weit. Bei der Conny war es ja auch so, gell? Beide Eltern waren oder sind hobbymäßig beim Vincent. Der Vater. Bei der Christina auch so ein bisschen. Im Sport unterwegs, mein Vater im Fußball, ja. Ja, auch so ein bisschen. Aber bei dir, ja, gar nicht, ne? Also dieses Talent, woher kommt das? Von deinen Vorfahren vielleicht?
Ich weiß nicht. Woher kommt der Name? Georgita. Also der Name ist ungarisch, aus Siebenbürgen kommt er. Eine Minderheit? Genau, eine ungarische Minderheit in Rumänien. Von dort kommt mein Vater. Und genau, das ist jetzt der Name. Der ist, jetzt würde ich sagen, fürs Business ein bisschen komplizierter. Na, den musst du dir unbedingt behalten. Habe ich auch vor. Ja, das ist ja das Schöne. Ne? Also, und dann hast du angefangen mit der Violine, das hat dir Spaß gemacht. Und relativ schnell hast du dann aber wirklich stundenlang am Tag geübt. Genau, also das kam dann damit, dass ich eben an die Universität in die Hochbegabtenklasse kam. Und da habe ich dann schon gemerkt, man muss viel dafür tun, wenn man auch irgendwie an die Zukunft denkt, wenn man irgendwie mitbekommt bei älteren Klassenkolleginnen, zum Beispiel bei anderen Musikern im Austausch, ja, da steckt Arbeit dahinter. Das ist nicht nur witzig, witzig, tralala spielen, sondern man muss sich da auch selbst irgendwie hinstellen. Aber ja, manchmal hat man halt keine Motivation und dann lässt man es ein bisschen schleifen. Aber ich glaube, das kennt jeder. Oder so ein bisschen. Aber nicht jeder hier übt jeden Tag bis zu 8 Stunden, ne? Denke ich mal. Nicht? Violine. Ja. Aber wir können mal reinschauen, was daraus wird, wenn man so viel übt. Ja, gern. Bitte. Wow. Wow. Jennifer, hast du Geschwister? Ja, ich habe einen kleinen Bruder. Und ist der auch so begabt? Der ist jetzt 8 und er spielt Schlagzeug. Also ich bin da ja großer Fan, weil man da musikalisch ein bisschen was macht in der Kindheit, woher das kommt. Aha. Aber er spielt auch Fußball, also der ist da ganz breit aufgestellt. Sag, und so diese Phase, wenn man so 15, 16 ist und die anderen schon ein bisschen ausgehen, oder ich meine, auch die Schule, man muss ja auch viel lernen und dann auch noch üben. Also, wie war das? Ja, ich glaube, genau das Alter, da hat jeder seine eigenen Reibereien und Reibereien mit jedem anderen Menschen in seinem Leben, glaube ich. Ja, also da muss man einfach durch, glaube ich. Das würde ich auch jedem so mitgeben, der seit der Kindheit ein Instrument spielt oder singt oder einen Sport macht, mit 14, 15 da einfach durchbeißen, würde ich sagen, weil die Phase hat jeder. Und, ja. Nein, aber da gehört schon, Conny, da gehört schon ein bisschen dazu, auch wirklich so dieses, entweder tatsächlich Talent, Ehrgeiz gemischt mit irgendwie Licht am Ende des Tunnels, weil du hast Helden von morgen, eigentlich müsste das auch Heldinnen von morgen heißen. Das stimmt. Ist nachher gemeint, gell? Gewonnen. Ja. Ich weiß nicht, Freitag, glaube ich, war das. Und am Montag bist du in die Schule gegangen. Genau, genau. 17 war, warst. 17, genau. Genau, das war eher Wahnsinn. Ich war Hack in Junburg, Handelsakademie. Und es war irre, das war wie eine eigene Welt, weil wir waren ja wirklich 3 Monate, das hat, glaube ich, 3 Monate, ein ganzes Semester, wir wirklich in der Schule versäumt. Und Freitag war das Finale und ich habe das gewonnen. Das war eher Wahnsinn. Und am Montag bin ich dann in der Schule gesessen und das war so schlimm. Wieso? Weil ich war eigentlich immer eine gute Schülerin und ich bin dort gesessen und ich weiß noch, Rechnungswesen, die haben irgendwas gemacht und mir sind Tränen gekommen, weil ich habe keine Ahnung gehabt und ich war so, oh mein Gott, wie soll ich ein Semester aufholen? Aber es ist sich alles ausgegangen, ich habe es geschafft. Großartig. Ich habe die Schule fertig gemacht. Und hast du gedacht, dass du gewinnst? Na, niemals. Also das war echt, es hätte sich niemand gedacht. Also ich das war so, ich vergesse also es nicht. Also niemand hat geglaubt. Nein, das ist, es gehört natürlich schon Glück auch dazu, so wie fast überall im Leben. Ja. Ist, man muss oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann, und selbst dann muss noch immer viel Glück dabei sein. Ja. Deswegen. Und ich habe immer gern gesungen und es war so spontan auch dieses Casting damals für Helden von morgen. Und es war wirklich am Tag, als dieses die erste Casting war, hat meine Mama irgendwie gesagt so, ja, magst du nicht vorsingen einmal? Und ich war so, ja, okay. Und was für, es war wirklich alles so spontan. Wir sind nach Graz und ich habe vorgesungen und Runde weiter, wieder Runde weiter und irgendwann war ich im Finale. Und es war echt, also
Wahnsinn. Also mit einem eigens komponierten Lied, gell? Genau, der Finalsong, den wir da gehabt haben, genau, das war ziemlich cool. Das haben wir können auch reinschauen, wir haben ja auch von dir Beweismaterial. Ich da noch singen habe können, da habe ich schon so gerät. Da habe ich schon gewusst, dass ich es gewonnen habe. Ich traue mich gerade nicht neben dir zu sitzen. Das ist da redet man so blöd. Ich habe mit dem Vince schon so viel gemacht mittlerweile. Da hast du noch nicht, also da war noch nicht klar, dass doch, du... Doch, da habe ich erfahren gehabt, so, ich habe das gewonnen. Und dann haben sie gesagt, ich soll noch mal das Siegerlied singen. Das war genau der Moment, deswegen sind auch alle auf die Bühne gekommen. Es war Wahnsinn, dass ich da überhaupt noch Töne rausgebracht habe, weil... Das war schon. Das frage ich mich immer, wie das geht, weil wenn man ich habe noch nie was gewonnen. Na ja, du hast einen Sohn. Ja, genau, im Leben habe ich. Nein, aber das habe ich oft gefragt, wenn ich diese Shows gesehen habe, in denen dann auch live gesungen wird. Also im Kiddie Contest ist damals, war Disclaimer, habe ich auch nicht gewonnen, aber da musste man zumindest nicht live singen. Aber da war ich so, wenn ich wäre so emotional und ich glaube, Wer singt für Österreich, habe ich das noch mal singen? Das hast du gewonnen. Ja, okay, aber Girl. Ja, aber das war nur die Vorentscheid für den. Trotzdem. Ja, ich weiß, siehst du? Ja. Okay. Siehst du? Da habe ich verloren. Nein, ich überlege gerade, ob ich da noch mal gesungen habe oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Oh ja. Hab ich, okay, dann geht's also doch. Ich könnte das niemals mal emotional singen. Bist du so nah am Wasser gebaut oder überkommt dich so? Anscheinend nicht, weil ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass ich das noch mal gesungen habe. Ja. Doch, also ich glaube schon, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich die Professionalität, die dann einkickt, wenn man halt, okay, ich kann jetzt mich nicht hinsetzen und mal... Ja, ich habe das eher so nach Konzerten, dass ich dann halt so kurz meinen Space brauche und dann so kurz, ich muss es kurz mal alleine sein und dann kann man es ja erst so ganz zulassen. Aber das ist ja der Punkt, das ist nicht jedermanns Sache, Vincent, auf der Bühne zu stehen. Ne? Ich mag dieses Video gar nicht von mir, wie ich gewonnen habe. Nachdem ich gewonnen habe, was aus mir rausgekommen ist, was für ein Mensch aus mir rausgekommen ist. Es war wirklich authentisch natürlich, ich habe da nichts mehr gedacht, aber ich habe dann auch auf Philippinisch geflucht auf einmal, wo ich mir gedacht habe, ganz Österreich und die ganzen Filipinos haben das gerade gesehen. Ja. Aber ja, das war Leidenschaft pur. Meine Damen und Herren, Musicstar des Jahres wurde Vincent, aber bitte! Bei mir stand damals Pop-Elfe für Song Contest und ich habe Popelfee gelesen. Und ich war so, oh Gott, was habe ich? Ist ja ein schlimmes Bild. Und dann war so, nein, Pop. Mit das ist so Abstand und dann die Elfe. Popelfee, ja. Also einen, ja, die Popelfee. So. Na gut, dazu muss man ja auch sagen, liebe Zoe, dass du ja zwar natürlich Deutsch kannst, und aber du bist in eine französische Schule gegangen. Die ist das Französische, hast du mal in einem Interview gesagt, fast näher als das Deutsche, gell? Musikalisch war es, oder ist es zum Teil so, ich nähere mich dem Deutschen auch an momentan. Also nicht für ein Album, was ich jetzt schreibe. Also wir produzieren gerade ein Album, das ich ganz alleine auf Französisch geschrieben habe zum Beispiel. Aber ich habe auch irgendwo jetzt, ich sage nur kurz, das Album wird La Vie en Rosé heißen, wenn ihr dann alle müsst euch dann anhören. Aber ich entdecke auch gerade eine neu gewonnene Leidenschaft für die deutsche Sprache in der Musik, weil ich auch seit ungefähr einem Jahr an einem Musical schreibe auf Deutsch, nämlich, weil ich beschlossen habe, dass ich das selber machen möchte. Deswegen habe ich mich vorher so ausgefragt. Naja, da kannst du gleich alle nehmen. Ja, ne? gebucht. Conny und Vincent, also zumindest du hast die Musicalschule ja dann gemacht, du auch, gell? Genau, selbe Schule. Ich hatte noch die Originalschule, weil sie hieß noch Konservatorium der Stadt Wien. Bei mir ist es auch noch Konservatorium. Doch. Ja, okay, jetzt heißt es ja MUK. Entschuldigung, das nehme ich dann zurück. Bitte. Ich Ja. Originalschule. Originalschule. Wann hast du begonnen mit Singen und Musik? Und meine Mom hat mir mit 4 Jahren hatte ich schon mein eigenes Michael Jackson Kostüm. Mhm. Und sie hat mich immer gezwungen, und das war wirklich ein Zwingen, so, du tanzt heute eh Michael Jackson, gell? Immer dieses philippinische, du machst das eh, gell? Und so, ja, Mama, ja, mach ich sicher. Also die war schon dahinter. Ja, sie war so eine richtige Stage-Mom, sagt man ja so dazu. Aber ich habe es auch genossen, aber Lampenfieber habe ich immer gehabt. Bis, ja, eigentlich immer noch. Und des Öfteren frage ich mich,
warum tue ich mir das an? Aber es ist irgendwie ein Gefühl, das uns alle am Leben hält. Irgendwie. Wir haben von dir auch einen Ausschnitt aus Musical, die Show. Nicht den, oder? Nicht. Doch! Mary Poppins. Okay, das ist schön. Das ist okay. Das ist gut. Erwähnte ich mein Lieblingswort, dann bat er mich zum Tee. Supercalifragilisticexpialidocious. Dieses Wort zum Dünnen, furchtbar rein synthetisch. Wer es laut genug aussagt, wie dumm und fast prophetisch. Supercalifragilisticexpialidocious. Yeah! Ja, cool. Cool. Aber war das das Finale? Nein, noch nicht. Nee, das war mittendrin. Ich habe das Finale nämlich damals bei der Generalprobe angeschaut. Wirklich? Ja, und ich war, glaube ich, urklein, so 10 oder so. Willst du mir sagen, wie alt ich bin? Nein, aber weil ich sagen wollte, ich kenne dich schon länger als du mich, so Gott, als wir uns kennengelernt haben. Ich war damals bei der Generalprobe da. Deswegen, ich wollte auch dazu sagen, ich meine, das war eines der, glaube ich, aufwendigsten Shows von ORF. Mhm. Und es ist immer schön, hierher zu kommen, immer wieder eingeladen zu werden. Und es ist fast wie immer wieder so eine alte Schule besuchen und dann immer so Klassentreffen. Ja, Klassentreffen. Ein bisschen. So, ja, das stimmt. Immer mit der Kohle zumindest, ne? Ja. Weil ihr schon so viel gemacht habt. Ja. Aber lass mich, weil du so jetzt mit 10 Jahren hast du die Generalprobe gesehen. 11 oder so. Oder 11. Aber du bist ja auch schon mit, wie alt warst du, als du beim Kiddy-Contest? 10. Auch? Also ja. Es war zur selben Zeit. Also ich war können wir uns jetzt aber auch anschauen. Ach ja, gerne. Oh Gott. Let's go. Let's go. Es ist voll live gesungen übrigens. Ja. Das soll jeder heute hören. Sein Sonnen in der Dunkelheit euch zeigen, gebe ich niemals wieder her. Mach euch jeden Tag noch. Wie sie einfach umarmen, so schaut's aus. Diese Kleine. Boah. Na, entzücken. Das ist echt herzig. Entzücken. Es ist immer so schlimm, diesen einen Winkel zu sehen, wo ich gehe, weil ich bin bis heute keine Tänzerin und damals war es noch viel schlimmer auf der Bühne. Da hatten wir Choreografietraining und es konnten wahnsinnig viele extrem gut tanzen, ich nicht. Und das war wirklich so, deswegen am Anfang vorhin haben sie mich auf eine Stiege gesetzt, damit ich mich ja nicht bewegen muss. Und dann immer viel, das Close-up war nicht wegen der Zahnlücke, sondern damit man einfach nicht sieht, wie ich so komisch meinen Körper da bewege. Und bei diesem einen Gang nach vorne, boah, das ist immer so schlimm, so anzufahren. Also das ist nicht meine Stärke. Siehst du, du schaust genau auf das, wo du glaubst, du konntest es nicht. Und wir schauen auf ganz was anderes. Ja, das finden das super, vor allem mit 10 Jahren. Ja. Da ist man, das ist schon eine andere Welt und eine andere Lebenserfahrung. Ne? Ja. Voll, aber wollte ich nur kurz sagen, weil du vorher gemeint hast, deine Eltern sind ja nicht aus der Musikbranche, meine schon, aber ich musste meinen Vater sowas von überreden, dass ich da mitmachen durfte. Echt? Ja, weil eben natürlich jung und wenn man selber in der Branche ist, kennt man ja auch so quasi die Höhen und Tiefen, die Gefahren und so weiter und so fort. Also das war nicht so, meine Mama hat mich unterstützt, aber mein Papa, der musste ich schon einmal echt bearbeiten, dass ich das machen durfte. Das Welche war auch mein Tiefen? Zweiter. Welche Tiefen? Na, das ist. Du gibst ja doch schon viel von dir, also jetzt damit 10 noch nicht, aber du gibst schon viel von dir auf einer Bühne, auch von dir als Person. Das ist, du spielst ja nicht jemand anderen, sondern du bist ja doch du. Und das merkt man manchmal gar nicht, aber das ist ja doch was sehr Intimes, was du da mit einem Publikum teilst. Und das kostet Kraft, auch wenn es eine andere Kraft ist, als eben jetzt. Ich weiß nicht, es ist schon was. Und natürlich ist es ein Beruf, der eine Achterbahn ist. Ja. Und das, wenn das deine Eltern wissen, dann wollen sie halt mal sagen, mach mal was Gescheites. Aber sicher nicht. Ich mache genau das. Ich glaube, der Vincent kann das sehr gut verstehen. Gell? Du hast ja diese Tiefen des Showbiz am eigenen Leib ja erlebt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also nach der Show speziell. Das war bei mir genauso wie bei Conny. Es war sehr spontan, dass ich da mitmache. Und dann auf einmal stehe ich da neben der Eva.
Und mein Name wurde gerufen, weil ich war mir einfach sicher, dass sie gewinnt. Und ich hatte mich schon so darauf eingestellt, wie meine Reaktion sein wird, wenn sie gewinnt. Weil ich hätte mich genauso gefreut, ich hätte sie genommen. Aber trotzdem, die Show und das ganze Showbusiness, es gibt leider viel zu wenig Workshops auch oder so Coachings dergleichen, was man mit dem Geld macht, was man mit Steuern macht, was man überhaupt emotional alles aushalten muss. Und, die Fans und alles das, meinst du? Eher auch. Öffentlichkeit, die Presse. Öffentlichkeit, die Presse, aber natürlich auch die Absagen, die Kritik. Ja. Ich meine, nicht nur Österreich, sondern generell das Business denkt in Kategorien. Und deswegen muss man sich so oft in so Kategorien reinstecken, damit man verstanden wird, dass man erlaubt ist, das zu tun, was man eigentlich machen möchte. Und das muss man muss mal da eine dicke Haut Und das ist genau das, was ja auch bei dir dann der Fall war, mit den Drogen. Ja. Also, ich glaube, ein Jahr oder was länger? Ja, oder? doch länger. Ich habe ja davor schon, ich war so ein Gelegenheitskiffer, kann man so sagen. Aber dann hat sich sehr, sehr zu der Zeit verschlechtert. Aber bei dir war es so, dass du dann tatsächlich durch deine Frau und durch den Glauben es geschafft hast, da rauszukommen. Also, du hattest dann irgendwie den Sinn gefunden in deinem Leben. Dann kam ja auch noch eben die Familie dazu. Mhm. Dann noch der schwere Schicksalsschlag mit deiner Tochter, die verstorben ist. Ich weiß nicht, wie. Ja, genau. Es wäre mein zweites Kind gewesen. Ja. Also ich hätte jetzt 4 Kinder. Wow. Ja. Ja. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, einfach nur Respekt und so viel Liebe an meine Frau, weil sie macht mich zu einem besseren Mann und zu einem besseren Menschen. Und dadurch, ich bin so froh, dass ich diese Familie habe, weil die Familie wirklich am Ende des Tages mehr wert ist als jedes Pokal, jede Medaille, die man die eigentlich überall verstaubt. Und das sagen ja sehr viele wirklich auch berühmte Menschen, Sänger, Sängerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, dieses nach Hause kommen und dann ist wer da, der das versteht. Ja. Weil ich glaube, das hat Michael dem Falco wahrscheinlich gefehlt. Es ist ja wirklich jetzt ganz eine interessante Sache, die du da jetzt in den Raum stellst. Das ist ja ganz lustig mit der Geschichte, die ich jetzt seit 25 Jahren eigentlich fabriziere. Ja? Wem Fremden darzustellen, der du eigentlich nicht bist, ja? Und bist ja trotzdem der Michael Patrick Semona, nur es gibt auch viele Parallelen, die ganz anders laufen. Nämlich, ihr habt das große Glück, dass ich eine blonde Frau, die er sich ja gewünscht hat, ja? Weil auf blond ist er gestanden, ne? Der Hans. Und auf alle Fälle habe aber ich das große Glück, dass ich eine Aufhängerin habe, also meine Frau, die Andrea, die ich ja auch durch Falco kennenlernen durfte, weil die ist ein echter Falco-Fan gewesen. Und die hat 25 Jahre meinen Weg beobachtet, aber sehr kritisch. Also die hat mir diese hinkommen zu dem Auftritt und hat gesagt, was ist das für ein Wappler, der da jetzt meinen großen Star nachmacht. So ein Imitatorwurstel wird das sein, ne? Der steht dann dort und macht so ein bisschen auf Falco und glaubt, der ist. Ne? So bin ich ja auch angesehen worden am Anfang, ne? Von vielen. Und erst dann, wenn man das gesehen hat, die Show, oder das gespürt hat, was ich da eigentlich meine damit, hat man gesehen, dass ich ihn darstelle, aber jetzt nicht gewalthaft imitiere, sondern ich bin trotzdem der Michael Semona geblieben in der Rolle, auch in seinem Gewand. Ja, und deine wichtig. Frau war letztendlich die, die dich auch am Boden gehalten hat. Genau, und die habe ich nicht nur kennengelernt in diesem Prozess, sondern die hat mich dann auch von Anfang an immer am Boden gehalten und hat gesagt... Genau, piano, piano, ne? Genau. Und deine Familie, nicht nur deine Frau stand immer hinter dir, sondern auch deine Töchter, die ja auch mit dir auf der Bühne stehen teilweise. Genau, zwei. Und auch das können wir uns jetzt anschauen. Michael Patrick Semona als Falco und deine beiden Töchter sind da, glaube ich, dabei. Genau, als Chorsängerinnen, glaube ich. Da. Thank you.
Wow. Das war aber nicht die Tennishalle, ne? Man hat es wirklich geschafft, wenn man jemanden hat wie dich, der einem nachmacht. Das hätte ich so gern gesehen. Könntest du mich auch nachmachen? Nein. Das wäre so cool. Problematisch. Das ist ja auch das Nächste. Ich kann ja eigentlich auch nichts anderes singen. Also ich kann ja wirklich nur, das ist ja eben der Unterschied zwischen euch. Ich habe das jetzt zugehört und das war für mich wirklich erstaunlich, was ihr alle für Gaben habt. Und ihr macht ja was selber, ja. Und ihr müsst das, ihr schreibt selber, ihr geht auf die Bühne, tut das vortragen, ja. Das ist ja was Gewaltiges, ja. Das ist ja was Unglaubliches eigentlich. Also ich war da jetzt fasziniert, als Opa da zu sitzen und zu hören, was die Jugend da so tut. Naja, ist aber so, ja. Und ich finde das ja total toll. Ich hätte immer gern ein Instrument gespielt, zum Beispiel mit Leidenschaft, ja. Hat mich nicht so interessiert. Ich hätte gern Lieder geschrieben oder so, oder selber was gemacht. Aber ich bin beim Falco hängen geblieben, weil ich eigentlich auch wirklich nichts anderes kann. Also von dem jetzt her. Ich kann ein bisschen rappen. Aber das kannst du ja. Ja, ja, aber dadurch habe ich auch nie was anderes probiert. Weil viele gesagt haben, na, warum magst du da mal selber eine Nummer oder so? Na, wir haben dann eben Cover produziert, oft mit dem Nassar zum Beispiel Video produziert und mit total tollen Größen der Hip-Hop-Szene. Die haben mich gebraucht als Stimme von Falco. Mhm. Conny, was hast du mit dem Gewinn gemacht? Du hast ja gleich 100.000? Genau. Ja? Genau. Du hast 100.000? Ich habe nur. Nur. Ja, okay. Von der Originalshow. Oh! Nein, das hat es Namen gegeben. Das hat es Namen gegeben. Ich hatte noch Live-Orchester. Entschuldigung. Ja, okay, passt schon. Gut. Was hast du gemacht? Also, was hast du gemacht? 100.000? Ist natürlich sehr viel. Also, eigentlich hauptsächlich in meiner Ausbildung. Ich habe ja auch meine Wohnung in Wien. Ich habe ja Musical studiert dann in Wien am Konservatorium. Und auf der Regionalschule. Und natürlich, also, ich habe Gott sei Dank, ich meine, meine Eltern hätten das natürlich auch alles finanziert. Das ist ja das Schöne, ich habe auch Eltern gehabt, die mich immer unterstützt haben, auch jetzt noch. Aber dadurch war das gar nicht notwendig, weil ich gesagt habe, nein, also ich habe das Geld, ich möchte das einfach selber. Und ich habe das einfach echt, es ist noch immer ein bisschen was auf der Seite auch, aber ich habe einfach echt für meine Ausbildung, für Wohnung, also es wird ja nicht billiger, wie wir wissen, die Wohnungen. Und ja, genau, für das ist eigentlich sehr viel. Also die Ausbildung gemacht und dann? Also machst du heute Musical, oder? Genau, genau. Also hauptsächlich, es war ja auch die Ausbildung der Wins, weiß es eh, da nehmen sie pro Jahrgang auch nur 4 Frauen und 4 Männer. Yes. Dieses Aufnahmeverfahren dauert 4 Tage, da bewerben sich so 200, 300 Leute von überall, Deutschland, Niederlande, Mexiko sogar. Genau, das ist Me and My Girl. Das ist ein 30er-Jahre-Stück, ist super cool. War eine super coole Rolle, die Sally. Ja, mache ich noch. Also es war echt so ein Vollzeitstudium einfach und auch danach, ich habe mit dem Vince auch Mamma Mia, das war während dem Studium noch Mamma Mia gespielt. Er war mein Sky, ich war seine Sophie. Was ist das? Das ist Lumpazzi Vagabund, das ist ein Nestroy-Stück. Also da habe ich mir bei dem Bild habe ich mir gedacht, du hast ein super Gesicht für so historische Filme, ja? Aber nämlich nicht jeder. Ich würde so gern mal das. Das eigentlich die Sissi eigentlich. Eigentlich ja, ich würde so gern mal, also ich habe eh gesagt, auch so gern mal auch so vielleicht so historische Dokumentationen. Ja, ja. Das würde mir voll sehr, Spaß sehr machen. Sehr französisch auch, eher auch wie die Zoe. Du würdest ja voll durchgehen, auch als Brigitte Bardot in Jung. Ja. Also wenn sie mal das Leben der Brigitte Bardot verfilmen, bewirbt dich. Ne? Ja. 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 Aber das weißt du selber auch. Ne, dass nein. Sag ich mal, es ist ein Kompliment, das man gerne annimmt und so. Ja. Es ist ja ein schönes Kompliment. Schon, gell? Ja, voll. Ja. Aber wir können uns anschauen, wie du Französisch singst. Ach, ja. Oh, das ist so schön. Bitte, die Zoe Straub. Schön, ich bin auch so fantasiell, ich liebe das. Und du bewegst dich nicht viel, das ist schön. Genau, das war ja auch, da wollten sie, dass ich tanze. Ich so, pff, try it. Nein, du stehst. Ich hab immer wieder Songs geschrieben, nach meinem zweiten Album, auch auf Französisch, auch auf Englisch. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich möchte jetzt mal ganz, ganz, ganz alleine einfach mal Französisch schreiben, so wie es einfach gerade kommt. Also mit,
es waren so, die Idee war eigentlich eine Hommage an die Sprache selber zu machen, mit auch eben also die Anspielung des La Vie en Rose, heißt ja das ganz berühmte Piaf-Lied. Und mein Album heißt ja La Vie en Rosé, also so wie der Wein. Mhm. Und es sind viele Wortspiele und auch mit frech, aber auch dramatisch. Ich wollte einfach mal wirklich probieren, was passiert, wenn ich mich ganz alleine ans Klavier setze und mit niemandem mal drüber spreche und nicht gleich zeige und keine anderen Einflüsse habe. Und wie schaffst du das als junge Mutter mit einem 3-jährigen Sohn? Ich habe ein tolles Kind und eine noch großartigere Mutter, die mir sehr viel hilft. Mhm. Nein, nicht noch großartiger, sie sind beide wundervoll. Es ist eine Umstellung. Und den Papa dazu, ne? Ach so, ja, stimmt, sorry. Nein, also auch, aber der muss ja auch. Gut, gar nicht erwähnen. Er weiß schon, nein, Kasper, ich liebe dich, du bist großartig. Nein, aber es ist tatsächlich mal etwas zum Umgewöhnen gewesen. Und es war auch in den ersten eineinhalb Jahren, eben nach der Geburt, was zum Beispiel, gut, da hatte ich auch das Glück, dass ich drehen durfte, da durfte ich 2 Filme in einem Jahr drehen. Da war halt der Fokus am Schauspiel und da bist du halt danach, drehst du dann 10, 15 Tage und dann ist das erledigt. Aber wenn du jetzt eben ein Album schreibst oder ein Musical oder was auch immer und du musst dir das einfach selber einteilen, du kriegst kein Geld auf die Hand, so auf hier, bitteschön, für deine 8 Stunden Arbeit kriegst du Geld, so wie beim Film. Mhm. Sondern du musst mal allen erklären, dass das kommt schon irgendwann und ich brauche die Zeit aber zum Arbeiten. Und ich muss mich aber selber auch eben umstellen und ich habe... Also mein Sohn kommt auch zu meinen Konzerten, ist auch wirklich ganz, ganz, ganz brav. Wie heißt er? Victor. Schön. Ja, mit C. Okay. Und er ist total kooperativ, aber natürlich ist es eine Umstellung, wenn du in der Früh bringst du ihn in den Kindergarten, dann gehst du nach Hause und dann ist, okay, jetzt switchst du um, es ist 9:30 in der Früh, überhaupt keine Zeit zum Musik machen eigentlich. Es ist für mich immer so Abend und gemütlich und schummrig und romantische Stimmung. Nein, es ist ein Vormittag und du bist voll müde, aber dann habe ich jetzt irgendwann langsam den Dreh rausgehabt, mich drauf einzulassen bis 14 Uhr, um zu switchen und dann Kindergarten und dann spielen, ganz viel spielen. Christina, unser kleiner Falco Amadeus, du bist heute unterwegs mit einem Zirkusensemble. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Oder wie ging dein Weg dann weiter? Ja, wie ich damals ja schon erzählt habe, habe ich eben auch am Konservatorium damals Tanz studiert und habe das dann auch weiterverfolgt und habe eh viel selbstständig gearbeitet und war dann auch mal so kurz im Musical tätig und so, aber habe schon während meiner Ausbildung irgendwie so das Interesse an der Luftakrobatik gefunden und ich fand das irgendwie immer spannend so. Eigentlich hatte ich Höhenangst, also ich konnte nicht so mit einem Rad über so eine schmale Brücke fahren, das fand ich super unangenehm. Aber irgendwas, ich weiß nicht, das hat mir irgendwas gegeben, dass ich da oben war und ich habe mich dann auch... Adrenalin. Ja, genau das. Ja, und dann fand ich das total spannend, habe mich damit mehr beschäftigt und habe dann unterschiedliche Disziplinen kennengelernt. Da gibt es ja das zum Beispiel, ist Aerial Straps, wow, wo man dann auf so Bändern hängt. Und ich fand das total cool, einfach irgendwie sowas zu machen, was... Also als ich das erste Mal gesehen habe, hat das ein Mann gemacht und ich dachte mir so, cool, ich will sowas auch machen, ich will auch so stark sein und so... mich in der Luft da herumwirbeln. Und ja, dadurch bin ich dann irgendwie zum Zirkus gekommen, habe das erste Jahr dann ganz alleine trainiert und habe dann mehr Leute kennengelernt, habe in Varietés gearbeitet und bin dann dadurch irgendwie so in diese Zirkusschiene gerutscht und habe damit so Group Acrobatics, also mit anderen Leuten begonnen, diese Sachen zu machen. Das finde ich ja wirklich großartig. Weil ich meine, für Zirkus muss man ja auch geschaffen sein. Das ist ja auch ein ganz ein anderes Leben, nicht? Ja, also... Das ist ja dieses Herumkommen. Genau, eben. Ja. Also ich bin sehr viel unterwegs, eben sehr selten hier. Ich bin jetzt mal kurz da, aber wir sind einfach eigentlich das ganze Jahr lang auf Tour. Also die Company, für die ich arbeite, ist als Circa. Und genau, aber du hast jetzt gerade 2 Wochen genau. Urlaub und in dieser Zeit bist du hier bei mir. Ich danke dir. Ja, also weil wir schon so lange hinter dir her perfekt sind. Perfekt gepasst. Ja. Aber ja, wir sind immer unterwegs. Ich reise mit einem Koffer, der hat 23 Kilo und da ist mein Leben drinnen, so ungefähr. Und genau, wir touren da so durch die Welt und machen großartige Shows. Und ich finde es wunderschön, auch so viele Leute auf der ganzen Welt kennenzulernen und für die performen zu dürfen. Das ist super besonders. Wir können uns ein bisschen was anschauen. Ja, du kannst gern dazu reden, liebe Christina. Ja, das ist eine Show in Brisbane in einer Kathedrale. Und das war sehr, sehr besonders. Sehr hoch. Wow. Wie cool ist das bitte? Schätzchen also. Aber ja, mit Leuten, Publikum ganz nahe dran, sehr, sehr besonders. Einfach auch, weil das ein sehr besonderer Ort ist, in dem man performt hier. Sehr gut, also. Ja. Bist du gesichert? Nein. Oh,
Da gibt es gar kein Netz. Und du hältst dich denn nur, ist es in einem Arm? Oder? Ist man in so einer Schlaufe in der Hand, genau. Ja, so sieht das aus. Ich fühle mich gerade unfit. Das ist so schön. Sehr schön. What? Und da werde ich hochgezogen eben von meinem das Partner ist so da gerade. Wow. Sehr gut. Hin und her. Dein Partner, Partner-Ding oder wirklich Partner? Genau, mein Partner ist auch in derselben Kompanie okay. Und wir tun da. Da ist ein Foto, da ist er auf mir oben gerade. Wow! Da ist das er auf dir oben. Sehr schön. Das schaut geil aus. Das geht ja genau. Nur so, wenn man so lange unterwegs ist. Hängt der oder ist der wirklich? Ne? Wirklich? Nein, also, wir, das ist eben das Tolle irgendwie am Zirkus, da werden so die Normen ein bisschen durchbrochen und man macht dann auch echt durch. Also, da hat er, glaube ich, so, weiß nicht, so knapp unter 90 Kilo wahrscheinlich. Und du? 45, sowas. Ja, schön, das Doppelte fast. Genau, also, ja. Oder genau doppelt, ja. Aber ja, ist natürlich mit viel Training und Technik verbunden. Also wir machen da jetzt nichts, um uns irgendwie zu verletzen oder so, aber großes ist ganz Kino. Spannend. Ja, weil jetzt der Michael was Richtiges gesagt hat. Oft geht so ein Job auch nur mit, also in der Partnerschaft, mit jemandem, der dasselbe macht, ne? Weil sonst ist es in gewisser Weise, ja. Es ist natürlich etwas, das jetzt vielleicht für andere Menschen nicht so verständlich ist, wie man so viel unterwegs sein kann, nie hier ist. Du, und, aber trotzdem ist das Ensemble, es ist wichtig, dass sich alle verstehen, weil man ja halt auf kleinem Platz immer zusammen ist. Nicht? Genau, ja, es ist irgendwie so wie eine Familie. Man muss sich nicht immer verstehen und so, das ist auch okay. Aber man verbringt viel Zeit gemeinsam. Und das Wichtigste ist einfach auch das Vertrauen auf der Bühne, weil ich werde oft so durch die Gegend geschmissen. Und dann vertraut man, dass man auch wieder gefangen wird. Wäre das was für die Jennifer auch? So quasi die Welt auch mal dort, mal da? Weil wenn man mal, so wie du, Musik macht, ist man ja auch der ganzen Welt. Ja, total. Also ich stelle mir das echt schön vor, die Welt zu bereisen mit seiner Leidenschaft. Ja, komm und mit uns mit, wir brauchen immer Musik. Ja, also gerne. Ja, also die Welt mit der Musik bereisen, mit der Leidenschaft bereisen, ist, glaube ich, eines der schönsten Dinge, die es gibt. Also das und ist schon so auf deiner Bucketlist? Ja, also auf jeden Fall. Mhm. Weil jetzt im Moment spielst du wo? Also wo kann man, sind das so Konzerte? Also im Moment habe ich ja mein Studium angefangen in Augsburg in Deutschland. Okay. Und als nächstes eben in Augsburg oder auch hier in Wien immer mal wieder. Also ich hoffe, das erweitert sich in der Zukunft. Naja, wer weiß, was sich da noch hier noch bildet. Also welche, ich meine, Conny und Vincent kennen einander, Zoe und ich glaube, ihr kennt euch auch wahrscheinlich so. Ja. Ja. Ich habe mir jetzt schon vorgestellt, die Zoe spielt Klavier und singt dazu. Ihr tanzt und singt, du spielst deine Violine, du tanzt irgendwo oben. Na, und für dich wäre man aber. Das ist ja genau das, was ich so ein bisschen schade finde in Wien, dass diese Energie, wenn man sich sieht, ich meine, ich weiß, dass es viele Kollegen gibt, die einander schätzen, aber da gibt es einfach, es passiert, oder sagen wir so, es ist nicht so locker, dass man einfach kollaboriert miteinander. Ja. Und das, ja. Und ja. Das sollte man brechen. Ja. Die sollten das einfach brechen. Ja, sehr schön, wenn es diese Möglichkeiten einfach ja. gäbe, dass ja. die Zeit dafür haben. Genau, und es ist so schwer zusammenzukommen. Ja, ja. Ja. Mhm. So, kann eigentlich jeder Star werden? Glaube ich nicht. Also, dass, wenn man so den Fernseher aufdreht, ja, glaubt man ja, dass ja jeder eigentlich die Bühne momentan erklimmt. Ne? Wurscht, ob er jetzt was kann oder nicht kann. Ja, das macht oft den Anschein, wenn man überhaupt so skurrilere Sachen sieht. Ja? Aber jetzt in dem Segment, wo die Jugend, die da jetzt sitzt... Ich glaube, du meinst nicht die Bühne, sondern du meinst eher so die sozialen Medien, ne? Nein, ich meine schon die Bühne. Okay. Also es denkt ja oft, jeder kann auf der Bühne was machen und dann sieht man ja eh, dass das bei einem geht und nicht geht. Ja? Aber in dem Fall jetzt, wo wir da sitzen, was, ne? Bei den, da ist ja jeder eigenständige Persönlichkeit. Und ich meine, ich kenne in Linz, wir haben gemeinsam schon bei Galas gespielt. Sie kennen nur im Bauch, also sowas im Mutterleib, weil da mit Papa immer so geil ist. War nicht die Mutterleib meines Vaters. Ja. Da habe ich einmal schon klopfen dürfen, was weiß ich noch. Wie? Ja, aber ich sage nur, das ist eben auch toll, ne, mit Paper Moon eben die Auftritte genossen. Und die anderen sind ja alles eigenständige, tolle Persönlichkeiten, die ja was drauf haben. Und ich finde, dass das dann oft schmälert,
wenn man dann im Fernsehen auftritt und man sieht da irgendwelche TV-Fuzis, die da irgendwo geklont werden und raufgestellt werden und die an denselben Stellenwert dann bekommen. Und das finde ich schade. Ich finde heutzutage sowieso, sorry, heutzutage sowieso, es ist gerade nicht die Zeit irgendwie, weil die Wertschätzung nicht da ist. Es ist nicht die Zeit, genau, um berühmt zu sein. Ich will auch gar nicht wirklich Zielscheibe sein gerade. Ich fühle mich als jemand, der sehr gern sein Talent lebt und dann irgendwie ist der Weg so entstanden, dass man des Öfteren im Fernsehen ist, aber Stars, die leben in Hollywood. Für mich seid ihr trotzdem alle Stars, so wie ihr da sitzt. Ich wünsche euch alles, alles Gute, erdenklich Gute, danke, bei was auch immer ihr vorhabt und macht und tut. Und jetzt darf ich den Vincent bitten, für uns zu singen. Danke euch allen, danke. Zoe Straub, Michael Pratik-Simona, Christina Zauner, Jennifer Gorgita und die Conny Mooswalder. Und jetzt bitte schön, Vincent Buena. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Bitte schön. I know I might sound soft. Eventually strange, but falling leaves, the news had left me caged. Is there any escape? Is there any way out? My soul yearns for the place above the clouds. All these million stains of innocence and pain, all the cruelty untamed, and the cries still left unclaimed. Where is your glory in killing young stories? How can a loving God approve? Just ignore.